Hey, ciao. Willkommen zurück beim Channel. Ich weiss ja nicht, ob es die einen von euch schon mitgekriegt hat, aber in der Brasserie Lorraine hat es wieder einen Vorfall gegeben. Für die, die jetzt gerade nicht auf dem aktuellen Stand sind, ich habe vor ein paar Wochen schon mal ein Video darüber gemacht. Brasserie Lorraine hat ja vor ein paar Wochen für einen Eklat gesorgt. Der Grund war dort, weil sie ein Konzert abgebrochen haben von einer weissen Reggae-Musikgruppe, weil die eben Dreads getragen haben und sie haben sich auf kulturelle Aneignung haben sie sich bezogen. Ich habe dort ein Video dazu gemacht, ich verlinke es sonst noch mal gerne in der Beschreibung. Dieses Mal hat man sich über die Frisuren der einen gestört gefühlt und das Mal geht es um Kleider. Aber was ist genau passiert? Im Blick steht Folgendes. Nach Rasta-Eklat sorgt Berner Beiz schon wieder für Ärger. Brasserie Lorraine schmeißt Armeeangehörige in Uniform raus. Ja, das Mal ist jetzt nicht so spektakulär wie das letzte Mal, wo sie in der Zeitung waren, aber ich nehme doch nicht die Möglichkeit, jetzt auch noch meinen Senf dazu zu geben. Es hat sich ungefähr so abgespielt, 5 Angehörige von der Armee sind im Ausgang und wollten eins trinken. Von den ganzen Wirbeln in den Medien haben sie eben von dieser Brasserie Lorraine eben gehört und haben ausgerechnet halt jetzt dort eins trinken gehen. Aber schlussendlich ist ihnen die Bedienung verwehrt worden, weil sie tragen Uniform. Und eben das ist für die ein rotes Tuch. Aber die von der Brasserie Lorraine sind ja keine Unmenschen und haben ihnen netterweise angeboten, dass sie sich ja T-Shirts überziehen können, die sie extra für sie bereit oder für so Fälle bereitstellen. Da habe ich echt lachen. Weil eben die T-Shirts, die sie ihnen angeboten haben, eben zum Überziehen, sind genau ausgerechnet eben von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee gewesen. Ja, da musste ich echt lachen. Eben, das ist doch wieder so typisch. So von wegen, ey, ihr seid Teil von dem, was wir als ein Problem sehen. Also zieht bitte das T-Shirt anziehen und unsere Einstellung, Schrägstrich Meinung, Ideologie propagandieren. Und dann tun wir euch auch bedienen, weil andere Meinungen sind da nicht erwünscht. Ich finde ja das wirklich sehr aufgeschlossen und liberal. Naja, eben, die Diskussion ist anscheinend 10 Minuten irgendwie hin und her gegangen, weil eben sie haben irgendwie argumentiert, ja, du, eben, wir müssen das tragen, wir sind da im Ausgang, wir müssen in Uniform sein. Und dann haben sie eben auch noch so argumentiert, wenn wir jetzt alles gleiche T-Shirt da haben, dann sind wir ja auch wieder in Uniform und so. Aber eben, die Bedienung hat sich darauf nicht eingeladen, die hat gar nicht so darüber diskutieren. Was eben schon ein bisschen komisch ist, weil Uniform bedeutet nichts anderes als einheitlich oder einförmig. Das ist eigentlich die einzige Bedeutung. Man muss auch an dieser Stelle sagen, dass es für Angehörige der Armee verboten ist, sich in der Öffentlichkeit umzuziehen oder sich der Uniform zu entledigen. Das ist verboten, das geht gegen das Reglement der Armee. Aber eben nachdem das so 10 Minuten so hin und her gegangen ist, haben sich dann die 5 Leute gleichzeitig entschieden, einfach den Laden zu verlassen und irgendwo anders eins trinken zu gehen. Und das ist eigentlich schon das Ende der Geschichte. So, und wie finde ich jetzt das? Ich muss jetzt da ehrlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen muss man ja schon sagen, dass du als Betreiber von einer Bar, Schrägstrich Club, du auch darfst entscheiden, wer du bedienst und wer nicht. Also da kann eigentlich niemand etwas dagegen sagen. Aber eben, da muss es auch einen triftigen Grund geben. Einfach nur wegen der Kleider. Also für mich ist das persönlich jetzt nicht so nachvollziehbar. Also natürlich, nicht falsch verstehen, wenn jetzt irgendjemand da mit dem Hakenkreuz-T-Shirt hinkommt oder mit der SS-Uniform, ja, dann ist ja der Fall klar. Aber die Jungs haben jetzt nur den Tatz von unserem Militär angehört und eben, das geht denen zu weit, aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also ich meine, aus wirtschaftlichen Gründen ist ja das schon ein bisschen eine komische Entscheidung. Also wenn es jetzt wirklich gerade in der Nähe eine Kaserne hat, dann gehen ihnen ja mega viele potenzielle Kunden so flöten. Aber die Brasserie Lorraine tut das so erklären, weil seit den 80er Jahren oder in den 80er Jahren ist zeitweise irgendwie da die Anlauf- oder Infostelle für Armeeverweigerer irgendwie eingemietet gewesen. Und die tun das anscheinend schon seit 40 Jahren so handhaben. Also ja, auf ihrer Webseite heisst es auch, die Brass bietet Platz für alle, die respektvoll miteinander umgehen. Bei uns besteht kein Konsumationszwang. Rassismus, Sexismus und Uniformen sind unerwünscht. Ja, eben, die schreiben es auch auf die Website und eben, die haben das Hausrecht und die dürfen auch entscheiden, wer es bedient und wer es reinlässt und wer nicht.
Und eben wenn die Jungs das sich schon spezifisch vorgenommen haben, in die Bar zu gehen, zum Eis zu trinken, dann hätten sie auch noch können schnell auf die Website gehen und schauen. Dann wäre ja für sie der Fall klar gewesen. Dann wäre es nicht zu dieser Diskussion gekommen und es wäre auch nicht zu diesem Artikel gekommen. Aber eben auf der anderen Seite finde ich es eben schon auch komisch, die geben sich ja so liberal und so weltoffen, aber eben tun alles systematisch ausschliessen, was nicht in ihr Weltbild passt. Weil letztes Mal sind sie eben Tare gsi. Oh nein, ein Weisser, der trägt Dreadlocks, schrägstrich verfilzte Haare, geht ja gar nicht. Und jetzt, oh nein, ihr habt Armeeuniform an, geht gar nicht, das bedeutet Krieg, wir sind pazifistisch, geht ja gar nicht. Aber eben, wenn ihr das T-Shirt mit unserer Propaganda da drauf macht, dann ist es in Ordnung, weil eben nur die Meinung, wenn man da drin auch vertreten zu sehen. Eben, tönt für mich nicht so liberal. Und auf der anderen Seite frage ich, was haben die gegen die Armee? Also, ich habe gemeint, von der Linken, schrägstrich von der Linksextremen, wäre eher das Polizei das Feindbild. Und eben, die Armee ist ja nicht einfach nur für nichts. Also, eben, die Armee kann da ja schon einiges bieten. Machst du im Militär den Fahrer, dann wird dir die Lastwagenprüfung gezahlt. Machst du den Hundeführer, schenken sie dir einen Hund. Das klingt doch super. Und ich meine, in Notsituationen, Katastrophen, kommen die auch zum Einsatz. Also die Armee hat schon ihre Daseinsberechtigung. Und in der gegenwärtigen geopolitischen Lage finde ich es gerade im Moment einen sehr schlechten Zeitpunkt, die Armee abzuschaffen. Ich glaube, dieser Zeitpunkt ist gerade relativ schlecht. Und handkehrum eben, sie haben die Uniform nicht freiwillig an. Man ist allgemein nicht unbedingt freiwillig im Militär. Also die einen sicher, aber ich weiss ja nicht, ob es die wissen, aber wir haben in der Schweiz eine Wehrpflicht. Und einfach 5 Rekruten auszuschliessen, die eh nichts dafür haben, dass sie im Militär sind, das halte ich nicht für den richtigen Weg. So tust du das Militär nicht abschaffen. Und ich finde das auch nicht der richtige Weg, so mit der Situation umzugehen. Und eben, haben die wirklich mit denen geredet? Also, woher wollen die wissen, auf welchem politischen Spektrum die zugehörig sind? Vielleicht sind ja eben das auch so Leute, die eben die SP und die Grünen wählen. Dann wären sie ja voll dabei da in dieser Szene. Aber nein, eben, sie haben nur die Uniform gesehen und gleich Uniform gleich böse. Und damit hat sich die Sache schon. Wenn es jetzt nur um Kleider geht, dann kann ich auch ein paar Beispiele geben, die ich nicht gut finde. Zum Beispiel, wenn Frauen aus religiösem Zwang ein Kopftuch tragen. Das finde ich jetzt auch nicht gut. Weil für mich ist ein Kopftuch eben ein Symbol von der Unterdrückung der Frau und da bin ich dagegen. Und jetzt nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht islamfeindlich oder so. Also gut, ich bin allgemein kein Freund von Religionen. Aber ich finde, ein Kopftuchzwang aus einer theologisch-dogmatischen Ideologie finde ich einfach nicht gut. Das ist meine Meinung. Aber trotzdem, wenn ich jetzt ein Restaurant habe und 4 Damen mit Kopftuch kommen rein, dann würde ich die auch bedienen, weil es sind ja Gäste. Weil es liegt ja nicht an mir, was die mit ihrem Leben machen. Also wenn sie das gut finden, sich selber so zu entwerten, dann kann mir das egal sein. Hauptsache sie zahlen ihre Zeche, oder? Oder warte, ich mache ein anderes Beispiel. Stellen wir uns mal vor, ich habe eine Schweizer Beiz, eine Bönzli Beiz, so eine Alpler Beiz. Da gibt es alles Schweizer Spezialitäten. Alpenmakaronen, Fondue, Raclette, Zürichschnetzlitz. Und auch das Interieur und die Einrichtung ist alles christlich-abendländisch geprägt. Und dann kommen so 4-5 Damen rein, alle im Kopftuch. Und eben, ich finde das nicht gut. Also gehe ich zu ihnen an. Sorry, ich bediene euch nicht. Ausser ihr zieht das ab. Aber hey, keine Sorge, wenn ihr unbedingt Kopfbedeckung tragen wollt, habe ich noch die super Schweizer Käppchen für euch. Wow, stell dir vor, was da los ist. Genau die Leute von der Brasserie Lore würden sich an dem genau wieder empören. Wahrscheinlich nicht nur die, allgemein so der linke Sektor oder viele Leute würden sagen, oh, was ist denn das für ein Nazi, man geht ja gar nicht. Aber selbstverständlich würde ich ja das nicht machen. Ich kann ja die Damen bedienen und trotzdem dagegen sein. Aber eben, wir sind in einem freien Land, es soll jeder halt das machen, was er halt für richtig hält. Verstehen Sie, was ich meine? Schlussendlich müssen wir doch einfach schauen, dass wir respektvoll miteinander umgehen und uns nicht ausschliessen, weil so Sachen spalten doch unsere Gesellschaft. Schlussendlich müssen wir irgendwie schauen, dass wir halt alle normal miteinander bleiben. Und was denken ihr darüber? Was ist eure Meinung? Das würde mich interessieren. Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Lasst ein Abo und ein Like da und man sieht sich in einem anderen Video wieder. Bis dann!